Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Julie und ich zeige euch heute, wie ich mit Hilfe von Splitcakes diese Rosen auf meinen Körper gemalt habe. Falls euch das interessiert, bleibt also dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Als erstes brauchen wir natürlich Splitcakes und ich habe hier eine Palette von Global Colors und benutze da den Rosaton auf der rechten Seite. Und als Pinsel verwende ich einen Eulenspiegel-Flachpinsel in der Größe 64. Wichtig dabei ist, wenn ihr die Farbe aufnehmt, den Pinsel immer nur in eine Richtung zu bewegen, sodass die dunkelste Farbe auf der einen und die hellste Farbe auf der anderen Seite des Pinsels landet und die sich nicht vermischen. Ich beginne mit den allergrößten Blütenblättern der Rose und fange da erstmal an, oben und unten jeweils ein Blütenblatt zu malen. Damit die Rose am Ende auch realistisch aussieht, ist es wichtig, dass die hellste Farbe nach außen und die dunkelste Farbe ins Zentrum der Rose zeigt. Falls die Farbe mal nicht ganz deckend sein sollte, geht einfach noch ein zweites Mal drüber. Als nächstes setze ich noch Blütenblätter in die entstandenen Lücken. Weiter geht's jetzt mit einem kleineren Pinsel. Ich habe hier einen aus dem Künstlerbedarf genommen und zwar ist das ein Flachpinsel in der Größe 12. Damit male ich jetzt noch etwas kleinere Blütenblätter auf die großen oben drauf. Natürlich ins Innere der Rose orientiert. Die Vorgehensweise bei den kleinen Blütenblättern innen drin ist genau die gleiche wie außen. Ich male einfach so viele, bis ich quasi einmal rum bin. Wichtig für den nächsten Schritt ist, dass alles, was jetzt gemalt wurde, bereits trocken ist. Jetzt ist nämlich das Zentrum der Rose an der Reihe, wo auch der Stempel der Blume sitzt. Ich beginne mit der kompletten Pinsellänge ein umgedrehtes U zu malen und darüber kommt dann ein U in richtig herum sozusagen. Damit ist die geöffnete Rose fertig. Ich zeige euch jetzt noch, wie ihr eine Blütenknospe malen könnt. Dafür beginne ich wieder mit dem hinten liegenden Blütenblatt. Allerdings geht es direkt danach schon mit dem Stempel der Rose weiter. Wieder mit dem umgedrehten U und dem normal herumgedrehten U. Und um das Zentrum herum werden jetzt die Blütenformen in einer geschwungenen Form gemalt, so wie ihr das hier sehen könnt. Für die Blätter meiner Rosen benutze ich einen Splitcake von Eulenspiegel in der Farbe Forest. Das Ganze geht von dunkelgrün bis gelb und dafür benutze ich auch wieder den kleinen Pinsel. Die Blätter sind wirklich ganz einfach zu malen. Wichtig dabei ist nur die dunkle Farbe diesmal außen zu haben, nicht so wie bei den Rosen. Und ihr malt einfach die Umrandungen der Blätter. Und falls in der Mitte dann noch ein Loch sein sollte, malt ihr das einfach mit der helleren Seite des Pinsels aus. Ja, das war's auch schon mit dem Video. So einfach kann es sein, Rosen mit Splitcakes zu malen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Falls das der Fall sein sollte, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch mehr Tutorials sehen wollt, dann lasst mir doch auch gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!